Nächster Redner wird sein Leopold Steinbichler vom Team Stronach. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kanzler, Herr Minister, Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher auf der Tribüne und vor den Fernsehgeräten. Vorweg darf ich mir eine Bemerkung erlauben zur Vorsitzführung von der Frau Präsidentin, weil ich eigentlich sehr enttäuscht war, dass Sie, wie der Herr Kollege Matzenegger, eher sehr diffamierend die Frau Gluckbock, Frau Dietrich und ihren Antrag kritisiert hat, keine Wortmeldung gespendet hat, aber die Frau Kollegin Schenk unterbrochen hat. Und ich glaube, hier muss besonders von der Präsidentin Objektivität verlangt werden. Geschätzte Damen und Herren, die laufende Diskussion betrifft mich eigentlich ganz, ganz stark. Wenn ich überlege, wie weit weg welche Diskussionsbeiträge von der Praxis sind, wie weit weg da manche Beiträge waren, die sogar gesagt haben, ich habe einen Wirt angerufen. Einen Wirt brauche ich nicht anrufen, einen Wirt kennen wir so viel. Mit Wirtinnen, mit denen sprechen wir täglich. Und da möchte ich wissen, wie viele Kolleginnen und Kollegen hier erinnern sind, die in den letzten 3 Monaten positive Rückmeldungen gekriegt haben. Bitte sehr, ich möchte Namen, ich möchte Adressen, ich möchte diese besuchen. Und wenn der Antrag bescheiden heißt, stirbt der Wirt, stirbt das Dorf, dann sprechen wir das gleich weiter, was das für Folgen hat. Dann stirbt das Gewerbe, dann stirbt dort vor Ort die Landwirtschaft, dann stirbt das Genussland und dann stirbt die Kultur. Ich berichte aus der Bezirksstadt Klimabündnis Vöcklerbruck, Klimabündnisgemeinde Vöcklerbruck. Also, jawohl. Herr Kollege, und deshalb weiß ich, von was ich rede. Das ist der Unterschied. Siehst du, aus der blöden Meldungen weiß ich, von was man redet. Und das unterscheidet uns. Und das ist genau dieses Thema, das zu wichtig ist, dass man da drüber blödelt, sondern einmal die Ernsthaftigkeit sieht. Und dich lade ich hin. Herr Kollege Gredler, du fährst mit mir nach Vöcklerbruck und dann zählen wir die Kebabstandel und die Pizzerias. Und wenn du das Kultur nennst, dann ist das deine Kultur, aber nicht unsere. Herr Kollege Steinbichler. Und das ist das Wesentliche. Herr Kollege Steinbichler, Herr Vorsitzender, bitte unterlassen Sie solche Äußerungen wie blöde Wortmeldungen. Das ist hier nicht angebracht. Na ja, gut, ich meine, Sie können es selber bewerten, Herr Präsident, an Intelligenz habe ich nichts gefunden. Und dann schauen wir uns das bitte sehr an. Herr Abgeordneter, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für diese ungehörige Äußerung in meine Richtung. Ich entschuldige mich. Dann schauen wir uns bitte die Arbeitsverhältnisse an in diesen Gaststätten, Herr Kollege Gredler. Dann reden wir mal über die Fakten, wie es wirklich geht. Tun wir da nichts Beschönigen erinnern und ich glaube, dass die Wirte und Wirtinnen, wenn sie hier kriminalisiert werden, wenn die Wirtinnen und Wirte als Kulturzentrum vor Ort draußen, und das war ein Beschluss dieses Hauses zu meiner aktiven Wirtszeit, wie die Festwirtregelung geändert wurde, leider geändert wurde, weil es sinnvoll war, dass ein Verein, dass ein Veranstalter die Unterschrift eines Festwirtes gebraucht hat, damit die hygienischen Umstände eingehalten werden, damit die Vorschriften der Sperrstunde eingehalten werden, damit jemand mit Konzession dafür haftet. Ich glaube, es war die Kollegin Fechter, die sich dafür gegründet hat, dass diese Unterschrift gefallen ist. Und das sind genau die Fehlansätze gewesen vor Jahren bereits. Heute hier dann die Vereine zu kriminalisieren und sagen, das sind die Schlimmen, das sind die Folgen von Fehlentscheidungen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir sind ganz klar der Meinung, oder ich bringe noch das Beispiel aus Aurach am Hang, ich habe das gebracht von der Bezirksstadt Vöcklerbruck. Bei uns haben 4 Wirte geschlossen. Und wie ich heute früh zu dieser Sitzung gefahren bin, sind in Linz im Stau, im Morgenstau um 6:30 Uhr, um 6:30 Uhr die Vöcklerbrucker Nummern gestanden, die jetzt auspendeln müssen, was das heißt, wenn der ländliche Raum, aber auch der städtische, die wird in der Stadt Jammern genauso, ausgedünnt wird, wenn diese wichtigen Kleingewerbetreibenden vertrieben werden, wenn diese wichtigen Arbeitsplätze für die erziehenden Mütter verloren gehen und die Leute dann stundenlang auspendeln müssen, was das an Arbeitszeit heißt, was das an Kosten bedeutet, an Kilometer, an Umweltbelastung und an Verlust an Lebensqualität und an Verlust an Zeit für die Familie. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen freie Wirte, wir wollen freie Bürger, wir wollen freie Unternehmer und dann sollen die entscheiden,
was nach Ihren wirtschaftlichen Grundsätzen, was nach Ihren persönlichen Grundsätzen für Sie wichtig ist. Und ich glaube, das nennt man dann Demokratie. Ich darf deshalb folgenden Entschließungsantrag einbringen. Die Einführung einer Qualitätspartnerschaft mit der heimischen Gastronomie, Hotellerie und Landwirtschaft. Der Entschließungsantrag heißt, die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, um sicherzustellen, dass in heimischen Gastronomiebetrieben, die mit Qualitätsprodukten österreichischer Herkunft werben, die Konsumenten und Gäste diese auch wirklich erhalten. Um dies zu gewährleisten, sollen diese Produkte mit einem österreichischen Qualitätsgütesiegel gekennzeichnet werden. Wir bitten um Unterstützung. Ich darf heute schon ankündigen, morgen kommt zu diesem Qualitätsgütesiegelgesetz ein ganz aktueller Beitrag, dass nämlich die Lebensmittelkennzeichnung überhaupt nicht funktioniert. Und da wollen wir wirklich endlich was bewegen und nicht seit 2008 vertagen. Das ist das Problem dieser Regierung. Das heißt Stillstand, wenn man Arbeit einfach nicht aufgreift, sondern vertagt. Wir wollen bewegen. Manches Mal ist gefragt, dann hat der Herr Kollege gesagt, was hat das dem Stronach schon bewegt? Na, für die paar Monate, die wir in diesem Haus sind, glaube ich, gemeinsam mit der Opposition schon ganz wichtige Themen eingebracht, andiskutiert. Sie wurden leider vertagt. Danke. Leopold Steinbichler vom Team Stronach war das seit 15 Uhr. Schon läuft der dringliche Antrag des Teams Stronach zum Thema Stirbt der Wirt, stirbt das Dorf. Dafür wurde die laufende Nationalratssitzung bei Tagesordnungspunkt 2 unterbrochen.